Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück bei Rayman 2 vor diesem Tunnel, der uns auf weitere Abenteuer begleitet. Oh Gott, okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass es jetzt schon direkt so losgeht. Ich habe auf jeden Fall... Habe ich alle getroffen? Ich hoffe. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Stelle, die darfst du ja dann sowieso wieder von neu machen, wenn du da jetzt jemanden verfehlen solltest beim Runterrutschen, weil hochkommst du da safe nicht mehr. Ich probiere es jetzt auch nicht aus, aber ich denke mal, man rutscht dann einfach immer das Stückchen, was man hoch schafft, immer noch weiter runter und gut ist. Wir klettern. Sehr momentan sowieso noch alles sehr linear. Ich bin mal gespannt, wie es im weiteren Verlauf ist, aber ich denke mal auch nicht, dass wir großartig in der Open World verfallen werden. Achso, der kommt hier gar nicht hin. Ich dachte... Man erkennt auf jeden Fall so ein paar Gegner aus Teil 1 wieder. So, alle hopp. Ja gut, ich kann mich hier nicht umgucken, deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass in der Mitte jetzt nicht großartig was ist. Okay, cool. Level Ende. Ich denke mal einfach nur Abschnitt 1, weil mir fehlen auf jeden Fall noch Sachen. Und die kann ich mir nicht vorstellen, tatsächlich in dem Verlauf, den ich jetzt verpasst habe. Da sind sie. Okay. Was hat er denn? Auf jeden Fall hat er mich gesehen, die Robo-Piraten. Man hat immer Roboter gegen Piraten und sowas. Ach, guck mal, ja, okay. Das Rätsel ist Lösung. Ich guck mich nur mal so ein bisschen in deiner Arena um. Ansonsten sollte das ja so sein, dass du mich hier treffen sollst, wa? Beziehungsweise hier drauf zielen und ich gehe dann und dann, ja. Tschüss. Benutze deinen Schatten und Helikopter. Ja, Classic 3D-Jump'n'Run. Immer schön auf den Schatten. Oh, ich brauche den Helikopter, glaube ich, wirklich nur zum Nachsteuern. Ansonsten sollte das machbar sein mit normalem Springen. Ja, guck. Alles easy hier. Guck mal, Helikopter. Checkpoint ist da. Was? Moment. Ich habe gedacht, du erzählst mir nur noch, was ein Checkpoint ist. Sieh das Netz. Du kannst dich daran festhalten. Sieh das Netz. Wenn die Kamera sich jetzt nicht ändert. Okay, ab aufs Netz. Möglichst nicht von den Fässern treffen lassen. Das sind auch so richtig schöne Classic Adventure Obstacles, die einem hier entgegengeworfen werden, ne? Ja, genau. Ja, Hitbox und sowas. Eigentlich gehofft. Ich war weit genug weg. Zweimal hintereinander. Aber gut, ich habe jetzt zwei Energie verloren, wenn man so will. Mal kurz die Tür hier reinscheppern in den Raum. Der Gang gibt mir Flashbacks tatsächlich. Kenne ich das oder das war mal eine Demo oder so. Ich kenne diesen Raum. Ich werde nicht in diese Laser laufen. Ich weiß übrigens nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wahrscheinlich, das ist auch so eine Anekdote aus alten Videospieltagen. Gerade diese roten Piraten, die waren damals in der Mausklick. Wobei ich nicht weiß, ob das eine eigene Zeitschrift war oder ob das irgendwann vom Mickey Mouse Magazin so ein Ausläufer war. Gerade die Kollegen, die waren damals übel oft vertreten, irgendwie abgedruckt und sowas bei den Reviews zu Rayman 2 und ich habe die mal nachgezeichnet, weil ich die designtechnisch finde ich die mega cool. Auch so mit diesen Metallbärten und so. Ich finde die vom Design, finde ich diese Robo-Piraten mega geil. Ja, okay, es kämpft sich auf jeden Fall schon deutlich angenehmer als in Teil 1. Hat es ja auch in Teil 1 jetzt effektiv nicht wirklich ein Kampfsystem, außer dass du deine Faust ab und zu mal nach vorne schleuderst und das war's dann. Hier schleuderst du halt irgendwelche anderen Sachen, aber du kannst zumindest zielen, das ist auch schon mal viel wert. Oh, ihr seid ja knuffig! Das sind... Hühner? Kleine Tuteldrachenhühner. Okay, dann das Rätsels Lösung ist gefunden, was in den Käfigen sonst noch so ist. Finde ich cool. Wir sind jetzt auch bei 30 Looms. Also gut bei der Hälfte. Versuche ja jetzt zumindest beim ersten Level schon mal alles mitzunehmen, immer so gut es geht. Aha. Okay, es sind 6. Waren es 31 hatte ich, glaube ich, oder? Vorher? Und dann jetzt 6 drauf, dann ja, passt. Mathe, Mann, ich muss mal definitiv mal, bevor ich das nächste Mal so einen größeren aufnehme, mal gucken, was ich vorhab. Ach du Heilige, okay. Bitte den Schalter drücken. Okay, der Schalter macht das aus.
Noch ist es alles relativ selbsterklärend. Wir haben 4 von 6. Und die geben alle auch ein bisschen mehr Gesundheit. Das ist sehr gut. Ich werde stärker, umso mehr ich befreie. Das heißt, ich habe auch einen reellen Gegenwert. Nicht so wie Teil 1. So, wegen, wenn du es alle befreist, dann kannst du den Bossgegner machen. Immer so, ja, und wenn ich das gar nicht will, dann pfeife ich auf euch. Dass die teilweise einfach unbesiegbar sind, ist ja schon ein bisschen frech, ne? Warum habe ich das nicht, wenn ich getroffen werde? Oder habe ich das sogar, wenn ich getroffen werde? Ich bin mir nicht ganz sicher. Knopf ist auf jeden Fall fertig. Demnächst einfach einen Stream machen, wo ich nochmal so einen Piraten zeichne oder sowas. Also meine Skills sind seitdem auf jeden Fall nicht besser geworden, seitdem ich ein kleiner Furz war. Also von daher, das, was ich dann auch dann danach zeichne, das wird wahrscheinlich auf einem ähnlichen Level sein. Oh, ich würde die echt gerne mal finden, die Zeichnung, ne? Oh, 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 der ist nicht so weit gekommen, okay. James Bond Stats sind auf jeden Fall rausgeholt hier beim Laser-Dingen, obwohl Mission Impossible war eher das Laser-Franchise, ne? Ich würde wahnsinnig gerne tatsächlich die anderen auch noch... Ah, das war doch Lynn, die da so ins Bild geploppt ist. Okay, und die sind irgendeine Sphäre. Befreie mich, Raymond. Finde die Maschine und zerstöre sie. Das machen wir sehr gerne. Oh, hier ist ein großer. Warte mal, ich habe jetzt 42. Kannst du bitte da jetzt einmal... Ja gut, dann gehe ich halt vom Netz. So wie die Telekom. Davor waren es jetzt 43, weil ich habe noch einen kleineren eingesammelt. Das heißt, die Dinger geben immer 5. Macht auch deutlich mehr Sinn als 6 tatsächlich. Mathe-Mann hat wieder zugeschlagen. So, jetzt ist hier ein Checkpoint. Das sieht mir nach der Maschine aus. Also ich würde ganz gerne oben noch die Sachen sammeln. Ich weiß, wir sollen Lynn helfen, aber es gibt hier Prioritäten tatsächlich. Das wird jetzt auch nochmal gesammelt, weil wir sind nicht mehr weit weg von der Kompletion des Ganzen. Ja, ja, schön, dass ich das gar nicht erreiche. Okay, das dazu. Ich bin übrigens tatsächlich ein bisschen unbesiegbar. Das ist ja dann auch wieder ausgleichende Gerechtigkeit hier tatsächlich, ne? Wenn ich dann auch getroffen werde und ein Stück weit unbesiegbar bin, dann ist das ja dann doch wieder ganz nett. So, andere Frage ist, komme ich jetzt überhaupt darüber? Nee, ne? Nee, gut, dann ist das ja tatsächlich so gewollt, dass ich erst ihr helfe. Wahrscheinlich kriege ich dann irgendeine krasse Superpower und kann weiter fliegen oder so. Dann gehen wir natürlich erstmal zu der Maschine, wenn uns das hilft. Schöne Flammeneffekte tatsächlich. Hallo, Tutel, Huhn, Frucht. Okay, wirf es hoch. Indem du X drückst, wirf es mit links nach vorne. Okay, das... Damit kann ich irgendwas ausweichen und mit X nach vorne. Und dann explodiert es. Okay. Man muss ja auch erstmal gucken, was passiert, wenn man was macht. Ne? Nicht, dass das dann jetzt... Hier... Ah, okay, ich sehe schon. Da sind 3 Pflaster. Oh Gott. Ist das dein verfluchter... Ah, okay, es fliegt dann nach oben. Aber wenn ich es dann fallen lasse, ist doch dann auch wieder scheiße, oder nicht? Ja, cool. Hä? Oh Gott. Es ist doch wieder einfach kackschwer, habe ich so das Gefühl. Oder? Ah, nee. Okay, ich verstehe. Ich glaube, ich weiß was. So nämlich. Ich kann mich ja auch wehren. Fuck. Ich muss dann nur lernen, dass ich nicht zweimal X drücken darf, tatsächlich. Ja, okay. Bin mal gespannt, ob ich das dann jetzt dann so nochmal schaffe. Okay, es ist ja... Ich werte das jetzt einfach mal als Rätsel. Ach komm, ich bin nach vorne gelaufen. Ey, Mann. Immerhin habe ich jetzt keinen Schaden bekommen. Das ist schon mal ein Fortschritt. Ist halt auch so unendlich lang. Also ich bin mal gespannt, ob wir jetzt lindern zum Ende der Folge tatsächlich. Es kann auch sein, dass es jetzt noch 10 Minuten geht hier. So,
Einfach nicht bewegen, nichts anderes drücken, außer hier Angriff. Da ist dann schon jedem mitgeholfen. So. Ja, und jetzt von hier einfach in die Richtung werfen. Und dann passiert rein gar nichts. Schön. Oder muss ich direkt am Rand stehen? Jetzt sag mir nicht, ich muss jeden davon auch noch zweimal treffen oder dreimal oder sowas, weil dann dauert das hier auf jeden Fall bis in die nächste Folge rein. Ach ja, das leidige Fast-Thema. Das ist es jetzt schon. Ich habe mich bewegt, aber das ist nicht schlimm, okay. Ja, okay, man muss noch nicht mal großartig treffen, man muss nur ein bisschen weiter nochmal an den Rand. Okay, da geht dann jetzt Dampf raus an der Stelle. Nächster Punkt. Partikeleffekte und sowas natürlich dann auch wieder nur Sprites an sich, aber auch sehr schön gestaltet. Also ich finde grafisch und musiktechnisch und sowas, das ist ein super Titel. Macht schon was her. Gut. Das war Nummer 2. Ja, geil, wenn ich den direkt dann da oben treffen würde, dass der dann vielleicht einfach auch abräumt oder so, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass so nah, wie du wirklich dran sein musst mit dem Fass, es ist, glaube ich, schon so gewollt, dass man das mit dem Fass auf jeden Fall abwirft. So, da pfeift es schon fast aus dem letzten Loch, aber das letzte Loch wird jetzt erstmal noch eröffnet. Und dann bin ich mal gespannt, was mit der Maschine passiert. Auf jeden Fall ist Lin dann frei. Ne, Lai. Der ist gar nicht Lin. Ich hab verkackt. Nein, ich hab richtig verkackt. Geh weg. Die Sache ist, hätte ich mich jetzt umgedreht, hätte sie mich auch getroffen. Das heißt, die sind nämlich ein bisschen schneller als ich. Das ist ein bisschen gemein. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, wenn ich jetzt sterbe, ne? Darf ich den ganzen Scheiß nochmal machen? Ich weiß auch gar nicht, wie ich auf Lin komme, aber das ist wahrscheinlich wegen diesem LY, aber sie heißt ja Lai. Lai Cooper. Okay. Immerhin geschafft und nicht noch auf dem letzten Meter versagt, ey. Ja, guck. Sie ist frei. Lai? Bist du okay? Oh, Raymond. Ich fürchte, der Globox schafft es nicht. Er gab mir die Silberlums, aber wir wurden getrennt. Ich muss ihn finden und die Piraten loswerden. Aber dazu brauche ich all meine Kräfte. Ich bin zu schwach, um dir deine Kräfte zurückzugeben. Die Piraten sprengten das Herz der Welt in 800 Lums. Das haben wir schon mitbekommen. Die Energie kann nur schwer gefunden werden. Aber vielleicht gibt es eine andere Lösung. Hast du schon mal von Polokus gehört? Den Polokus, was? Nein. Er ist der Geist der Welt. Er hat gewaltige Kräfte. Er könnte dir helfen, die Piraten zu besiegen. Leider soll er sich schon vor Jahren zurückgezogen haben. Er ist dann doch schon wieder scheiße. Legende, kann er wieder erweckt werden. Du musst die 4 Masken finden. Die 4 Masken? Diese Masken sind magisch und sehr mächtig. Na dann. Sie sind an mysteriösen und geheimen Orten versteckt. Finde sie, Raymond. Das ist unsere letzte Chance. Ich gebe dir alle Energie, die ich gesammelt habe. Und dann sterbe ich und werde ein Jedi-Geist. Wie flabbergastet der ist über die Energie, ey. Ich werde eine neue Kraft haben. Juhu! Nun kannst du die violetten Lums holen. Viel Glück, Raymond. Juhu, ich freue mich. Immer wenn ich neue Aufgaben auf Arbeit kriege, ist die Reaktion ungefähr genauso ironisch. Ah, okay, begreife. Jetzt schon. Das ist ein, die Ringe kennen wir noch. Die sehen jetzt zwar anders aus, aber wir können jetzt schwingen, nehme ich an. Das werde ich auf jeden Fall jetzt auch nochmal machen. Ich denke mal, wir werden auch aus der Welt hier noch rauskommen.
Und dann kann man hier auch jetzt 360 Grad Drehungen und überhaupt. Also man kann sich hier einmal komplett entfalten. Praktisch. Okay. Dann haben wir jetzt eine neue Kraft und können jetzt erstmal nochmal weitermachen. Dann gucken wir, ob ich am Ende alle Looms aus dem Level gefunden habe. Drei fehlen noch. Klonk. Ein bisschen Heilung wenigstens jetzt nach der ganzen Nummer da. Ach stimmt, wir haben ja auch noch nicht alle... Ja, mir fehlt jetzt einer und... Okay, lol. Ich habe jetzt eigentlich eher drauf gehofft, dass ich hier noch jemanden finde, der mir, Lebensenergie? Das ist ja großartig. Das ist ja noch viel geiler als die Mucke am Ende vom ersten immer an den Leveln. Das ist ja herrlich. Ja, ich habe jetzt noch nicht alles gefunden tatsächlich. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall nochmal irgendwann rein. Höchstwahrscheinlich ist jetzt irgendwo weiter vorne auch nochmal ein Ring aufgeploppt oder sowas, so wie ich die Spiele kenne. Aber wir gehen jetzt erstmal in den Kosmos und gucken mal, was so weiter passiert. Aber der Levelabschluss ist ja super geil. Ich weiß nicht, ob die jetzt vielleicht mehrere Varianten auch eingebaut haben, aber das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr schön gewesen. Möchten Sie speichern? Ja, sehr gerne. Bitte Karte nicht entfernen, das sehe ich genauso. Ich würde ganz gerne die Datei überschreiben, ja. Ich habe jetzt keinen Bock auf 20 verschiedene Spielstände. Die Feenlichtung. Drei, einer fehlt noch und also es fehlt bei beiden noch einer. Wahrscheinlich irgendwo ganz am Arsch der Heide irgendwie, jetzt ist was aufgeploppt oder so. Wer bist denn du jetzt wieder? Der König der Kleinlinge. Kommen zurück, Rayman. Habt ihr euch geeinigt? Bist du der echte König? Wir sind nun besser organisiert. Ah, natürlich. Ich mag die. Die sind super. Hör gut zu. Es gibt da ein kleines Problem. Noch eins. Die Piraten sind ebenfalls auf der Suche nach den Masken. Sie haben den Zugang zur ersten Maske versperrt. Sagt jetzt jeder von euch nur einen Satz. Aber wenn du 50 Looms hast, können wir die Türe öffnen. Klasse! Du hast genügend Looms, um durchzukommen. Man, dann gut, dass ich so eifrig gesammelt habe hier tatsächlich. Bevor du gehst, muss ich dir noch etwas sagen. Die Masken werden von starken Wächtern beschützt. Von Wächtern? Ja! Holocus hat ihnen befohlen, alle Eindringlinge auszuschalten. Natürlich. Sie besiegen, um an die Masken zu gelangen. Bossfights. Bin mal gespannt, ob wir vielleicht alte Gesichter wiedersehen. Noch eine Sache. Sammle so viele Looms wie möglich. Die zweite Türe öffnet sich nur, wenn du 150 davon hast. Alles klar. Und es gibt wahrscheinlich am Ende dann wieder eine Tür, die sich nur öffnet, wenn man alle hat. Womit wir dann wieder den ersten Teil All Again haben. Oh, die Sümpfe des Erwachens. Wen haben wir denn da? Das sieht aus wie Nessie tatsächlich. Wir gucken nochmal rein. 2 und 35. Wir gucken mal, was uns erwartet. Da so viel Zeit haben wir heute auf jeden Fall noch. Einfach nochmal zum Reinluschern. Da kommen wir. Okay, ich habe jetzt eigentlich auch eher auf so eine Art Intro gehofft, aber okay, wir haben hier Piranhas. Da hinten ist auf jeden Fall direkt schon mal eine Fee. Sieht ein bisschen anders aus als die Fee jetzt tatsächlich, aber gut. Wir sind auf jeden Fall wieder volles Leben. Oh Gott. Kann ich einfach so lange drücken? Nee, okay, der springt aber auch teilweise einfach weiter. Das Wasser darf ich nicht berühren, alles klar. Ich hab mich so gefreut, dass ich tatsächlich mal schwimmen kann, aber nö. Es ist mir wieder nicht gegönnt. Mein Schatten ploppt auch erstaunlich spät erst auf. Alles klar. Okay, da haben wir einen Loom. Das war wieder eigentlich fast schon zu knapp für meinen Geschmack. Nicht irgendwo reinfallen. Ich würde eigentlich auch ganz gerne bis zu einem Checkpoint. Da hinten ist er aber schon. Hier rüberspringen? Ja.
Na, gucken wir mal. Dann würden wir das jetzt einfach an dem Checkpoint hier einmal zu Ende machen. Da ist auch schon direkt einmal ein, was auch immer. Okay, wir machen doch noch ein bisschen weiter. Wer bist du denn? Wie kann ich dir nur danken? Vergiss es, Sam. Ach, Sam. So gut sich auszustrecken. Sensationell. Weißt du, wo ich die vier Masken von Polycus finde? Sorry, Raymond. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wäre jetzt ehrlicherweise auch ein bisschen random. Box von zwei Piraten gefangen wurde. Sie haben ihn irgendwo hinter die Sümpfe gebracht. Wenn du willst, helfe ich dir auf die andere Seite. Seite. Greife nach meinem Halstuch, indem du darauf schießt. Ich bin eine Schlange. Die Kreuztaste zum Springen. Komm, los jetzt. Ja, die Augen sind sehr, sehr weird und sind so ein bisschen plümpelig. Bevor ich da jetzt aber mich an dem Halstuch festhalte, da machen wir jetzt einmal die Pause. Das heißt, wir starten das nächste Mal mit einem wilden Ritt, nehme ich an. Es sei denn, wir werden einfach nur durch den Sumpf getragen, aber das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Dann werden wir mal gucken, dass wir Globox suchen und ihm aus den Fängen der Piraten befreien. Euch vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne das übliche Zeug da lassen. Wir sehen uns morgen wieder bei Rayman 2 oder einem anderen Projekt. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag, haut da rein. Und tschüssi.